Ja, und somit darf ich euch wieder recht herzlich begrüßen, sofort zum Motorsport 7, liebe Freunde. Formel E, Rennen 3 von 5. Wir starten gleich rein. Und fahren wir jetzt mal die Formel E fertig, würde ich sagen. Da haben wir eigentlich eh nichts zum Einstellen soweit. Nein. Das passt. Da werden wir gleich reingehen, wenn es losgeht mit unserem Red Bull Formel E. So, wunderbar. Schwarzer Bildschirm. Und ich würde sagen, los geht die wilde Fahrt. Schau mal, ich fahre wieder mit dem Joypad. Geht jetzt, es muss wieder schnell sein. Schauen wir mal von außen. Ich habe die Grafik wieder ein bisschen optimiert, das eine oder andere ein Müh zurückgedreht, dass wir da auf jeden Fall flüssig unterwegs sind. Autodetails, oh, und die Lackierung, da sticht der mit dem Amerika-Design hier aber gröber rein. Der hat mich gerade selber irritiert, sorry. Boah, was ist denn da los? Leco mio, was ist da vorne? Boah, Chaos hier gleich einmal. Boah, beim Auftakt hier. Aber wir dürfen jetzt nicht zu viel verlieren, dass wir da dranbleiben. Ja, wir müssen schon in die Gegend von... vom Podium kommen, denn es ist immer meistens sonst auch bei denen bei der KI da, ja, Markus ist wieder Erster, der dominiert hier die Serie. Das ist für uns ein kleines Problem. Ja, man kann ein, zweimal vielleicht Zweiter werden, aber alles andere muss man fast gewinnen, denn er ist auch immer vorne mit dabei, bester KI zumindest, oder bester Driver da. Das ist die Schwierigkeit an der Sache. Ah, der Jürgen da vorne. Oh, jetzt sind wir angekommen. Passt aber. Probier das innen, und ich hoffe nicht. Ah, ist Jürgen ein bisschen Schleuder geraten, glaube ich. Hört schon weiter. Ah, da können wir gleich ein bisschen mehr Schwung mitnehmen. Da vorne haben wir einen Mike schon. Ja, von innen geht der Sound eigentlich. Ja, ist auch was anderes. Also, ich muss sagen, mir persönlich gefällt es hier, Formel E. So, schauen wir mal auf der Geraden, aber ein Mike im Windschatten, aber die Fahrzeuge sind ja alle in etwa gleich eigentlich. Ob wir ihn hier überholen können. Aus dem Windschatten ein bisschen raus. Da ist er noch, glaube ich. Jetzt haben wir ihn aber. Na, jetzt der Steve-Man vor uns. Also haben wir um Runde 3 von 3 schon. Ah!
Dritter könnte schwierig werden. Es werden, weil der Marcos jetzt gewinnt, jetzt je später die Rennen, desto mehr Punkte gibt es. Also beim fünften Rennen gibt es dann am meisten Punkte. Es steigert sich immer ein bisschen. Also zum Schluss muss man gewinnen, aber gut, kann man sich nicht aussuchen. Also, aber mir wird ehrlich gesagt besser gefallen, gleich viele Punkte überall. Ah, jetzt sind wir glaube ich eine Spur zu weit weg, dass wir ihn hier bei der Haarnadel noch erwischen könnten. Oh ne, oh ne. Ah, verdammt. Nein! Fuck! So knapp! Oh, nee, 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 du. Schade. Das waren jetzt wichtige Punkte. 20 verloren gegen Marcos. Schauen wir mal rein hier. Gefällt das Design? Ja, gefällt mir. Ja, und da sind wir schon. Wow. Ja, da sind wir schon zweiter. So schnell kann es gehen, liebe Freunde. Und rein ins nächste Rennen. Wir machen hier zackig, zackig, zackig. Mal schauen, ob wir 3 schaffen. Jetzt haben wir 6 Minuten. Das könnte sich fast ausgehen, wenn wir ein bisschen auf die Tube drücken. So, wenigstens ein bisschen Kohle jetzt mittlerweile schon am Start. Danke nochmal an den Iceman. Wir nehmen natürlich den Mercedes hier. Oder war es? Ich habe es gar nicht mitbekommen. War es das überhaupt schon? Oder waren wir jetzt knapp dran nur? Das war so... Ne, ich glaube, dann haben wir es nicht bekommen. Ich glaube, den... Oh. Eine Wahlrennen oder mitten Infield? Hm. Na, schauen wir mal. Ich würde sagen, starten wir mal rein. Die Mod einmal funktioniert eh noch mit Überholen, also einen kleinen Bonus, wenn ich es bekommen. Boah, da vorne hat er genau ein geiles weißes Design. Jolly Calf. Mit dem Martini-Design oder was das ist. Boah, wir quetschen uns nochmal ein bisschen durch. Ah, ich meine, in fehlt das... Ach, Gott sei Dank war da jetzt keiner innen. Das Problem ist, die erste Runde, ich weiß noch nie so 100% wegen der Runde, wie die funktioniert. Okay, ich bin jetzt relativ gut unterwegs. Vorne schon der Mac. Aber wir fahren da innen, das ist... Glaube ich, da bekommen wir ein paar Meter eigentlich geschenkt, wenn wir da innen fahren, nehme ich mal an. Aber ein Mac. Also nur 2 Runden. Die Runde ist ein bisschen länger im Vergleich zu vorigen. Das würde ja an der Patrice sorgen wahrscheinlich, diese Länge. Gut, wir werden aber jetzt in dem Fall ein bisschen Windschatten probieren zu kriegen. Beim Jürgen. Wir müssen nach vorne, Freunde. Wir müssen nach vorne. Ja, 23 fahren wir, okay. Wir haben sehr viel Grip in der Kurve, muss ich sagen. Von dem her gefällt mir das eigentlich ganz gut.
Steven diesmal erster und Markus zweiter. Das ist eigentlich gut für uns auch. Also auf jeden Fall mal vor Markus kommen, aber wir müssen erster werden. Er hat viele Punkte Vorsprung schon. Boah, ich glaube, da geht er ein bisschen weiter nach rechts. Habe ich mich getäuscht? Also bei ihm müssen wir mal auf jeden Fall vorbei. Kann auch ein Red Bull sein. Ich glaube, ein bisschen ein anderes wie wir. Na gut, können wir jetzt nur schwer erkennen. Haben wir es dies noch kriegen? Schwierig. Wenigstens sind wir vor Markus, aber das werden dann vielleicht zu wenig Punkte sein. Da wird es dann aufs letzte Rennen noch drauf ankommen. Ja, jetzt könnte man aber noch kriegen vielleicht. Sehr nice. Also ich glaube nicht, dass da oben die Ideallinie ist. Yes! Geile Sache. Was haben wir? 11 Minuten. Na, da geht es ja noch ein Rennen aus, Freunde. Das werden wir jetzt immer so machen, dass wir das so zügig hier abarbeiten. 3,50, 3,20, der Markus. 30 Punkte, müssen wir 5 Punkte in Führung sein, oder? 15 sogar, verrechnet. Nice. Ich glaube, letztes müssen wir auf jeden Fall vor Markus sein. Wenn wir da wieder nur Zweiter sind, ist es, glaube ich, schon zu wenig. So, wir springen gleich natürlich ins nächste Rennen. Das nehmen wir noch mit. Ja, da war ich am Anfang fast direkt ein bisschen zu lang drinnen. Ich glaube, ein Rennen kommt noch. So, nice, nice, nice. Trotzdem gibt es nicht viel Geld, finde ich. So. Jetzt. Ah, da haben wir es vorher noch nicht ganz geschafft gehabt. Stimmt. Wir nehmen den Mercedes AMG hier. C63S Coupé. Gefällt mir sehr gut. Ja. Den nehme ich gerne mit. Irland ist auch geil da oben. Aber wir nehmen für nix das nächste Mal den Lancia Delta. Auf jeden Fall. So, eine Mod können wir zumindest wieder reinklatschen, würde ich sagen, weil der lädt hier, ist das eigentlich ganz gut. Das ist hier 100%, das muss ich mir überlegen bei einem Langstreckenrennen oder so. Mal überlegen, wie wir das am besten einsetzen. So, wir gehen mal ganz blau, grün, what? Startposition 1 ist mir relativ egal. Ja, überholen tun wir eh. Von dem her knallen wir uns den wieder hier ganz gemütlich rein. Oh, Bathurst, Freunde. Jetzt habe ich gar nicht gesehen. Ist das wirklich das letzte Rennen? Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen. Steht das noch irgendwo? Runden 2, Rennen 5 von 5. Da steht's. Perfekt. Viel Spaß, Freunde. Bathurst. Geiler Kurs. Gott sei Dank bin ich beim Jürgen das erst auch ein bisschen gefahren. Deswegen zumindest ein bisschen eine Streckenkenntnis, aber könnte interessant werden. Hinter uns auch die Red Bull Lackierung, aber ein bisschen eine andere. Die Frage ist, ob wir von außen schauen, ich weiß gar nicht. Zumindest haben wir mal einen vom einen vorbei. Oh, sorry. Mal schauen, wie schnell die KI ist. Ja, die Lackierung von Williams ist auch geil. Lass mich durch, ich bin Arzt. Es wird eng, passt. Schon der Evo, ja, da sind wir jetzt gut dabei, gleich nach den ersten paar Kurven.
mit den Autos geht das hier eh relativ okay. Gleich mal hinter Jürgen nach. Sorry. Oh, im Drift, lecker mir. Da haben wir leicht mitbekommen innen. Ja, das ist das, wenn ich nicht mit Lenkrad fahre, ich weiß. Ich will da Jürgen hinter uns, hinter einem dran sein, da die letzten paar Kurven, dass ich die nicht... Ah, das ist schwierig hier. Jetzt ein bisschen Abstand. Oh, weh, Freunde. Ich glaube, die letzten paar Kurven, da traue ich mich nicht so ganz. Okay, ich fährt da natürlich voll durch, das ist ein bisschen ein Problem für uns. Wiese. Das wird schwierig. Wo ist Markus? Ich hoffe nicht erst, aber ich befürchte es. Mike ist der Dritte. Letzte Runde. Jetzt müssen wir mal dran sein, wäre wichtig. Da können wir den Mike da vorne jetzt gleich einmal überholen. Dann besteht noch die Chance für uns. Da ist er wieder Zweiter, der Markus. Sehr geil. Das könnte was werden, wenn wir nicht im letzten Sektor... Ja, wir müssen vor ihm jetzt kommen. Entscheidender Fehler. Ah gut, wenn wir Zweiter werden in der WM, ist ja auch nicht so dramatisch. Ein bisschen weniger Punkte und Credits vielleicht. Aber noch lebt die Chance. Das hat ein bisschen Schwung gekostet. So schlecht waren wir jetzt gar nicht unterwegs unterm Strich, aber bei der letzten waren wir ein bisschen zu überpaced, glaube ich. Da sind wir über alle vier Räder oder über das Vorderrad ein bisschen weggerutscht. Das hat uns guten Schwung gekostet und ich glaube den Platz gegen Markus. Aber das ist er Zweiter und ich Dritter. Da bin ich noch gespannt, wie viele Punkte. Das könnte ganz knapp werden. Also wir schaffen ihn noch bei der letzten Kurve vor Start und Ziel her. Keinen Abschuss, keine unfaire Aktion hier. Da sind wir nur Dritter geworden. Dabei haben wir da anfangs fast Glück gehabt. Auch hier mit der Red Bull-Lackierung. Sehr nice. So, jetzt bin ich gespannt. Nein, wir haben genau gleich viele Punkte, oder? 85 zu 70. Scheiße, und wer gewinnt jetzt? Wer hat mehr Siege? Fuck. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Pass auf jetzt. Exequo, gleich viele Punkte. Auch der Steven, oder? 1445 und ich bin Erster, oder wie? Oder warum? Einfach so, oder wie? Ich bin Erster. Wir haben alle drei gleich viele Punkte. Wie geil ist das denn? Grüße an den Markus und an den Steve, wenn sie zufällig zuschauen. Jürgen ist Vierter, hier der Cousin, Mike ist Fünfter. Es kann nur nach Siegen gehen, oder wie? Oder? Habe ich vielleicht drei Siege und dann Markus zwei?
Steven jetzt zum Schluss zwei gemacht? Ich weiß nicht. Kann fast nur so sein. Wir machen mal eine Fortsetzung. Ja, gibt's denn das? Achso, die Siegerehrung ist noch zum Schluss, oder? Wow, ist das jetzt schon das ernsthaft? Oder fünfte Mal auf dem Siegerpodest? Weltklasse. So schießt ihre Gesamtwertung mit dem Sieg in ungeahnte Höhen. Gut gemacht. Oh, Steve hat eine geile Ausrüstung, eine geile Dress, die habe ich noch gar nicht. Diese rot-schwarze, gut, vielleicht bekommen wir die auch später, das kann auch sein. Die schaut sehr nice aus. Die habe ich noch gar nicht. Ja gut, wunderbar, Freunde, wunderbar. Machen wir noch einen Mini-Ausblick, wo es das nächste Mal vielleicht hingehen könnte. Wir fahren mal alles, was wir gratis fahren können. Bevor wir uns irgendein Auto kaufen. Da sind wir gut weitergekommen. Sehr schön. Die Aufsteigermeisterschaft ist geschafft. Oh, nice. Hier sind Sie dem Forza Drivers Cup einen Schritt näher gekommen. Ab sofort steht Ihnen die Könnermeisterschaft offen. Ja, Könner, haben wir schon gesagt. Könnermeisterschaft, naja. Nice. Evolution. 1968er Dodge. Ja, das... gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Ja, Anzug haben wir auch bekommen, nice. Aber das heißt auch, dass andere Fahrer Ihnen diesen Namen streitig machen werden. In der Könnermeisterschaft wird Ihnen auf dem Weg zum Pokal deutlich mehr abfallen. Sammlerstufe 5. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz da rein, was wir noch hätten. Rent-Truck. Ich weiß nicht, ob man da insgesamt dann auch Punkte sammeln, aber die Mercedes-Trucks wäre ich schon gern gefahren. Die Rally Heroes, ja, Touring-Car wäre auch nice. Breakout Open, da könnte man irgendwas fahren. Nur weiß ich nicht, ob man da... Das weiß ich nicht, ja, das 100 Meilen, ob das noch was bringt überhaupt. Und wir bekommen natürlich das Auto auch geschenkt dann nach einem langen Streckenrennen, aber das dauert wirklich lange, glaube ich. Das ist so eine Dreiviertelstunde, glaube ich, muss man da schon mindestens rechnen. Ich weiß nicht, ob das dann für... Na, ich glaube, nein, ich glaube nicht. Das fahren wir, nein. Hier bekommen wir nur hier die Punkte, nehme ich an. Wenn ich hier jetzt sowas fahre, kriege ich hier keine Punkte dazu. Das ist nicht übergreifend. Da könnte man nur einen Bonus fahren. Was wir jetzt wahrscheinlich nicht machen. Gut, wir werden ja hier auch irgendwas, eine offene Klasse haben, nehme ich an. Was haben wir hier mal? Sportcoupé, das ist schon mal sehr nice. Da haben wir schon mal keinen im Besitz, das ist schon mal schlecht. Ein Rallye, Forza Group Rallye haben wir einen im Ding, das können wir fahren, sehr schön. Ja, es ist natürlich alles ein bisschen auf Ford getrimmt. Aber gut. So, Hot Hatches. Hier nahm die Geschichte des Hot Hatches ihren Anfang. Der Golf, Fiesta, könnten wir schon das in der Klasse hier. Aber hier so ganz entspannt. Golf 2, gut getuned. Oder Golf 1. Dodge Shelby Omni. Kenne ich gar nicht. Ja, der Ford Fiesta natürlich auch nice. Habe ich mir einen in Ding gekauft in Forza Horizon, ja, und hergerichtet. Ja, CRX natürlich auch cool, den könnte man auch sicher nice herrichten. Renault 5 Turbo. Auch geil. Und ein Scirocco. Ja, Scirocco ist auch nice. Entweder Scirocco könnte es werden. Oder, ich weiß auch nicht warum. Ja, Golf 1 an der 3. Golf 2, glaube ich. Irgendwie gefällt mir der. Golf 2 gefällt mir. Da geht die. Den werden wir aber dann, wenn wir da die Klasse fahren, zumindest schauen, dass wir den... vielleicht ein bisschen tiefer legen, noch geilere Felgen vielleicht drauf klatschen, eine coole Lackierung. 51.000 finde ich jetzt ein bisschen überzogen vom Preis, aber gut. Da schauen wir uns aber mal anders mal an. Was haben wir noch? Evolution Open. Könnten wir da theoretisch eine Truck-Meisterschaft starten? Das ist ein offenes Rennen. Suchen Sie sich das Auto aus, mit dem Sie die Rennstrecke erobern wollen. So einfach ist das. Eben.
Wird das theoretisch mit der Ente, oder? Geil. Na, das tun wir uns nicht an, 5 Rennen lang oder so. Aber sind es jetzt vielleicht schon 6 in der Klasse? Ach so, das kann ich mir jetzt gar nicht anschauen, weil ich habe keinen, ich habe noch keinen Truck. Bringt mir nichts. Oh, was war denn das gerade für ein geiler Nissan? Leckt mich am Arsch. So, Early Prototypes. Schade, dass die Kosten... Aber... die Fahrer sich in niedrige Autos mit eingeschränkter Sicht zwängten und stundenlang mit 320 Sachen mit nur wenigen Zentimetern Abstand zu... Das ist eine geile Klasse, Freunde. Eine Million, leckt mich am Arsch. Wie schaut denn der geil aus? Die werde ich aber definitiv mit Lenkrad fahren dann, wenn wir die haben. Na, ja, die kosten was. Also die... Ja, ein alter Peugeot hier. Nice. Der Porsche. Geil. Also 88 und 87er Porsche. 92er Toyota. Early Prototypes. Sehr geil, Freunde. Sehr geil. Und da haben wir sogar zwei Autos. The Birth of Grand Prix. Die Macht übernahm, waren Rennen für die Landesflagge ebenso wichtig wie die Jagd nach der karierten Flagge. Diese Fahrer wurden oft von ihren Heimat... 26er, boah, ja, leck mich am Arsch. Aber das ist schon geil aus, der Bugatti, oder? Ob wir mit dem fahren sollten? Der wäre natürlich ein bisschen moderner hier. Unser Maserati. Ah, mit dem ganz alten. Ja gut, zum Spaß ist sehr egal. Da werden wir schon was finden, Leute. Das gibt's ja nicht. Jetzt habe ich die Dinge und jetzt habe ich wieder so lange hier rumgeplaudert. GT1. Das, da habe ich mir glaube ich schon einen ersteigert, den brauchen wir nicht. Und Ford Bronco. Honigen Autocross ist auch nice. Jetzt haben wir dort glaube ich auch... Achso, nein, das haben wir eh, was wir wollten. Ja genau, das passt. GT1 werden wir fahren und Prototype werden wir auch fahren. Ein Prototype sage ich, ja, die Ford, den Bronco, diesen Event, das Auto habe ich schon, Bowling haben wir schon gemacht, das werden wir nicht machen. Ja gut, ich sage danke fürs Zuschauen, Freunde, das war's, nächstes Mal geht's im Evolution oder Könners Cup weiter, ich sage danke fürs Zuschauen noch einmal, bis zum nächsten Mal, ciao.